Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die heißen Quellen besucht, haben einige kleine Szenen da gesehen und sind nach Dirks Haus zurückgekehrt und haben da ein paar kleine Szenen gesehen und Colette hat die Klamotten von Lloyd an und ist damit jetzt zu Colloid geworden oder Lolette oder was weiß ich. So, wir waren noch in der letzten Folge dabei, ein bisschen Granular zu verarbeiten und das mache ich jetzt auch. Mal so ganz rasch, nicht neues, machen wir mal, feines Granulat haben wir noch 9. Verarbeiten wir die auch mal. Einfach so. Ja. Okay. Was? Nein. Ach. Was? Okay, dann nehme ich. Ich habe noch 2. Fertig. Jo. Danke. Figurenalbum. Zellos Weiler. Ha, jetzt haben wir mal ein paar wichtigere. Schade, wir keine Informationen dafür bekommen. Passer Combat hier. Okay, die wichtigen Charaktere sind alle oben. Ist halt nicht zufallsgeneriert oder was? Nehme ich mal an, ne? Wenn ich wüsste, wo man die ganzen Sachen herbekommen könnte, dann wäre auch gut. So, da kann man glaube ich raus, ne? Oder hier? Ich glaube, damit wurde die Szene gemeint, die man nach Heimdall irgendwie machen sollte, oder? Ich werde aber trotzdem nochmal danach hier bei Dirks Haus vorbeischauen, aber dann nur bei Dirks Haus. Und ja. Wir gehen jetzt nach Iselia. Und so Mensch farmen, nö. Das war ab. Ich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, wo ich alles hier abklappern wollte, ne? Jo. Mal gucken, was die Eltern von Colette sagen, wenn sie gleich einen kleinen anhat wie Lloyd. Warte mal, Zellos. Vor wieder Sachen. Ich habe auch irgendwie, weiß nicht, gehört, dass man natürlich so abusen kann hier mit Zellos Individualität, ne? Kann ich mir vorstellen. Oh, naja. Ich hätte also irgendwie gar keinen Bock. Ich weiß gar nicht, wodurch das bestimmt wird. Wenn jemand hat Stadt einmal rein und einmal in der Stadt rein und raus geht oder was? Irgendwie sowas, ne? Na, was stehst du denn hier so verdächtig herum? Bunz. Bunz, Bunz. Ah. Aber da wo ihr hingeht, braucht ihr kein neues mehr. Genesis und Rain. Dun, 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 dun. Ach du liebe Zeit. Ein Spanner. Oder ein Spinner. Eins von beiden. Hier ist ein leeres Haus. Wieso wohnt ihr hier nicht? Boah, ich hätte vielleicht von Aufnahme trinken sollen. Halt schon wieder so wie ich. Bin schon wieder 2 Stunden am Stück am Aufnehmen. 6 Parts zu 20 Minuten. Ja, das sind 2 Stunden. Wo kommt denn dieses Loch her? Hast du das schon vergessen, Leute? Das passiert als Colette. Das haben wir beim letzten Frühjahrsputz. Ich habe aufgewischt und bin dann aus Versehen. Bist du ein Tollpatsch, Colette? Colette hat den Titel Tollpatsch. Mein Gott, Colette hat schon so viele Titel, ne? Warte mal. Mein Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ihr habt schon so viele Titel, ne? Na, wo ist Tollpatsch? Hier. Wunder geschehen immer wieder. Es ist okay, in die Wand der Schule ein Loch zu hauen. Bah. Das ist eigentlich nicht schlecht, ja, die Werte. Welchen sonst mal gehabt? Auserwählte, ne? TP Intelligenzen.
Dingens. Oder Englische natürlich, ne? Ich weiß ja nicht, was Intelligenz hier bei einigen Charakteren für einen Einfluss hat. In etwas neueren Spielen wird das ein bisschen genauer erklärt. Deswegen sind hier ein bisschen so schlechter einzuschätzen. Ich nehme an, das ist irgendwie, hat irgendwas mit der Art Stärke zu tun. Vielleicht die Engelskills von Colette. Ja, vielleicht liegt das. Upsala. Vielleicht liegt das daran, vielleicht hängt das von der Intelligenz ab, ich weiß es nicht. Ja, mit der Tomate abgeworfen wahrscheinlich, ey. So, Colette, na? So, mach dich nicht an Colettes Mama ran. So, wollte schon sagen. Oh, geil. Ja, dann werde ich wahrscheinlich noch bei nächste Stadt Trier, glaube ich, ne? Soll ich eigentlich wissen? Ich bin gerade den Manga am Lesen von Tales of Symphonia. Habe ich mir die ersten zwei Bänder schon mal geholt. Weiß ich nicht. Zwei Bänder habe ich noch nicht mal gelesen, nur den ersten bis jetzt. Oh ja. Ja, ein paar Sachen anders, wie in der Geschichte hier. Es gibt auch so ein paar kleine Abweichungen. Alle so charaktermäßig irgendwie Rain ist ja irgendwie der erste Charakter, den man hier im Spiel gesehen hat, ne? Aber die kommt irgendwie noch gar nicht so am Anfang vor, weiß ich nicht. Genis und Leute sind da irgendwie dehydriert oder so auf dem Weg nach Triad oder so, nachdem Colette und so abgehauen sind, und erst da hat man Rain zum ersten Mal gesehen im Manga. Also ja, so ein paar kleine Abweichungen gibt's da, glaube ich. Aber naja. So. Hallo, na? Boah, ich krieg schon wieder voll viel Geld, ne? Luin, da könnte ich auch mal was spenden. In den nächsten Folgen. Bin schon seit Wochen irgendwie hier am Nebenquesten, glaube ich. Ja, nicht seit Wochen, aber... egal. Dafür sind wir hoffentlich vorbereitet. Wer ist ja vorbereitet? Wir haben eigentlich fast nur Kostüme und so bekommen. Also so Nebenquest-mäßig und optional Boss-mäßig haben wir irgendwie nichts bekommen. Oh. Ich habe einen mittleren Mann. Mann mittleren AS. Okay. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich weiß, was das bedeuten soll, aber trotzdem. Mann mittleren A. Mein Freunde und ich werden bald an einem Spiel teilnehmen. Es ist ein Onkelspiel. Das Onkelspiel. Willst du es testen? Was ist das? Meine Freunde werden an dir vorbeigehen und du schaust zu. Wie? Was das für ein Spiel ist? Das ist ein Geheimnis. Danach musst du in den Reihenfolge, in der mit dem Onkel sprechen, in der sie an dir vorbeigegangen sind. Möchtest du spielen? Okay. Dann geht's los. Stufe 1. Fertig. Kampf. Wie Kampf. Okay. Ja, Nummer 1. Richtig. Ist Nummer 2, richtig? Richtig. Okay, dann geht's los. Stufe 2. Fertig, Kampf. Was ist denn für ein beklopptes Spiel, ey? König. Erst der König, dann der eine und dann der. So, meine Glatze? Ja, doch, der hat eine Glatze. Das habe ich mir gemerkt. Der andere sah genau gleich aus wie der. Ja. Richtig. Beklopptes Spiel ist das denn, ne? Ja. So, der König, die Glatze,
Der Typ und der Afro. Mein Gott, wie viele Onkel kommen denn da? So, der zweite war der hier, ne? Mit der Sonnenbrille. Boah, wer war nun mal jetzt der dritte? Der Afro oder der andere? Ich glaube der hier, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Afro war der letzte. Hier der Axel Schröder hier. Meine Güte, dann geht's los. Stufe 4. Kampf. Warum Kampf? So, erster Afro. Dann der da. Dann der da. Dann der da. Dann der da. Boah, ich hab die schon wieder vergessen. Das ist der Afro. Dann war der hier. Den Rest habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Der hier? Nee. Ma, war aber auch dabei. Wie, als ich so schlecht bin, ich habe das 4-mal geschafft. Wie muss man sowas immer perfekt schaffen, ne? Was soll das eigentlich? Ich noch so ein nerviges Minispiel gefunden, ne? Was ein bisschen lange dauern könnte. Oh, das ist ja nervig, muss man einfach nur auswendig lernen, aber trotzdem. Ist ja auch schon wieder aktuellere Sachen, nee, ne? Was? Okay. Marktplatz in Richtung. Hey, das ist wieder ein Loch, ne? Okay, nichts Neues. Wo ist denn hier der Marktplatz? Hier ist doch der Marktplatz. In ganz schön Wurm ist in der Triadwüste erschienen, hat Dreisel angegriffen. Das ist bestimmt ein optionaler Boss. Ich gehe da schwimmen, was willst du eigentlich? Warte mal, es gab einmal einen Priester der Kirche von Mathilde, der in den Tretruinen ein verfluchtes Schwert mit einer bösartigen Aura fand. Er suchte die Wüste zu durchqueren, um es an einen zuzunglichen Ort zu versiegeln, aber er wurde von einem riesigen Monster gefallen und gefressen. Dafür sollten die Tretwüste mal ein bisschen so erkunden. Ich sehe ja echt irgendwie so einen Wurm am rumfliegen. In der Erde. Na, und jetzt war es eins. Tatsächlich kostenlose Freundschaftshoroskope. Vom Kratos, ey. Colette. So, sehen, Verband. Glückwunsch. So, mal sehen. Kennis. Okay, wahrscheinlich hat die bei jedem einzelnen zu sagen, ne? Wo in der Flanor-Szene hier sollen angeblich irgendwie mehrere Optionen gewesen sein, aber irgendwie ist Colette aufgetreten. Keine Ahnung. Vielleicht beim nächsten Mal. Na, Granulat, sehr schön. Euer Rollenspielgruppelein, ne?
Noch mal Granulat, sehr schön. Hey, na? So, sollen wir mal Triet hier absuchen nach irgendeinem so großen Wurm? Ich glaube zwar nicht, da irgendwie was zu tun hat. Oder in den Ruinen von Triet könnten wir auch mal vorbeischauen. Jetzt bin ich irgendwie neugierig wegen dem Schwert. Oder waren wir da irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr. Ruinen von Triet. Ups. Irgendwo ein Wurm. Also werde ich ihn bestimmt finden. Ruinen von Triet, da sind doch hier die Ballerkopf-Mausoleum, oder? Das ist ja schon wieder so lange her. Ruinen von Triet hier. Oh, hier? Was? Wir sind hier Ruinen nochmal. Ballerkopf-Mausoleum. Was ist denn hier nochmal passiert? Wegen dem Erdbeben eingestürzt oder was? Sag mal. Nein. Wir sollen ja mal das gleiche versuchen, was wir mit Asuka versucht haben, um Maxwell herbeizurufen. Mach mal das doch mal. Haben wir auch mal versucht. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn doch, dann geil. Haben nun aber noch, da wäre ich bestimmt noch eine neue Stadt oder so. Erkunden. So. Okay, irgendwas passiert. Ich bin so froh, dass wir den linken Baum wieder zum Leben erwecken konnten. Es ist ein hübscher Baum. Yep. Okay, anscheinend nicht. Upsala. Ich bin irgendwie neugierig wegen diesem Wurm in Triet. Jetzt doch, dieser komische Held hat sich ja auf dem Weg zu den Ruinen von Triet gemacht. Muss doch hier irgendwo so ein Wurm sein. Das ist jetzt voll dämlich, was ich hier versuche, aber weiß nicht. Ich meine, man soll ja auf so viele andere Sachen hier auch von alleine kommen, ohne dass sie eingesagt werden, also klingt das für mich ein bisschen logisch. Aber ich habe das jetzt nicht so bringen. Ihr habt schon. Na, ja, man kann ja mal gucken. Was sei denn zum Beispiel? Sieht doch schon wieder etwas verdächtig aus. Das ist wieder so ein Miniskit oder irgendwie sowas, ne? What the heck? Meine Güte, ich habe echt mal irgendwie was herausgefunden. Okay, wie stark bist du? Nicht stark, okay. Ich glaube, ich hätte schon viel früher erledigen sollen, ne? Ja, der war gut. Der ist gleich tot. Banda-Blade-O! Ja, was bringt uns das? Werden wir ja gleich sehen. Und jetzt... Bam! Boah. So, Teilung haben wir bekommen. Sieht aus wie einer der Waffen der Finsternis. Hey! Was macht sie hier in Silverrond? Seelenfresser! Hey, das hat ja richtig gelohnt. Seelenfresser, von wem ist das hier? Ein Schwert, das die Seelen seiner Opfer verschlingt. So, dann gucken wir jetzt mal. Ganz genau nochmal, welche wir haben. Wir haben Nebelim, eine. Zwei Doppelklingen. Wir haben jetzt Dingens.
What? Der ist halt nicht, ne? Eine Waffe, auf der ein Fluch liegt. Ja, das ist der zweite, ne? Auf jeden Fall, der eine bin ich mir jetzt nicht sicher. Schattentänzeile. Ja, verursacht Gegner starken Schmerzen. Sind nicht hier irgendwie so, könnten die nicht hier irgendwie so platziert sein? Schlangentanz, Superschienen. Ja, das ist auch ein bisschen irreführend, ne? Muss man aber zumal geben, ey. Aber ich glaube, sie sind immer ganz oben gelistet, oder? Nee, kann nicht. Okay. Apokalypse 3. Diabolo. Nee, ich glaube nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß das nicht. Kann ja mal irgendwann zu ihnen zurückgehen. Der Stab fehlt uns auf jeden Fall noch. Also kann das nicht jetzt sein. So, dann gehen wir als nächstes nach Isolde, aber in der nächsten Folge. Ich begebe mich mal schon mal dahin. Das ist da, okay. Okay, wir haben eine verfluchte Waffe gefunden, nur weil ich mit irgendjemanden so völlig geredet habe. Keine Ahnung, nachdem Zellus die angemacht hat, hat die trotzdem weitergeredet. Also muss jetzt ja was Wichtiges sein. Und hat sich ja gelohnt. Sehr schön. Bin ich gut, dass ich die gefunden habe. So, dann würde ich sagen, ich speichere hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.